Anthony Joshua verlor gestern dann doch sehr überraschend seinen Weltmeisterschaftstitelkampf gegen den alten und neuen Weltmeister der IBF Daniel Dubois krachend durch Knockout in der 5. Runde. Und was die meisten dabei überrascht haben dürfte, war die Art und Weise, wie Anthony Joshua im Ring stand und wie er geboxt hat. Denn Joshua verlor diesen Kampf nicht nur, er wurde schlichtweg von Daniel Dubois zerstört. Er wurde letztendlich 4-5 Runden lang verprügelt und als er dachte, dass sich das Blatt wenden könnte und er ein Wirkungstreffer bei Dubois landete, wurde er seinerseits jedoch krachend K.O. geschlagen. Und natürlich waren die ersten Fragen, die aufkamen, ob Anthony Joshua nun aufhören würde oder ob er gedenkt, dann doch weiter zu boxen. Denn er ist immerhin bereits 34 Jahre alt und wird im nächsten Monat sogar das 35. Lebensjahr erreichen. Und obwohl ihm sein Manager eigentlich einen Maulkorb verpassen wollte und vermeiden wollte, dass AJ mit der Presse überhaupt spricht, stellte sich AJ zwar keinen Fragen zur Verfügung, aber er gab ein Statement nach dem Kampf ab. Und was Anthony Joshua hier zu sagen hatte, seht ihr jetzt bei 24/7 Boxing. Die Pressekonferenz nach dem Kampf startete zunächst mit Eddie Hearn, mit dem Manager und Promoter von Joshua und seinem Trainer Ben Davison. Joshua selbst war gar nicht anwesend, sollte dann aber für die genannte Erklärung dazukommen. Und genau so lief es dann auch ab. Anthony Joshua betrat den Raum der Pressekonferenz, setzte sich hin, machte das nachfolgende Statement und verließ dann wieder den Mediensaal. Offensichtlich wollte AJ bleiben und sich den Fragen stellen, aber das Management hinter Joshua, allen voran Eddie Hearn, verhinderte genau das. Joshua begann sein Statement und ging dann erstmal auf seine K.O.-Niederlage gegen Daniel Dubois ein. Firstly, always walk with your head high. We took a shot at success and we came up short, unfortunately. We rolled the dice, man, for the third time. That's 13 world title fights. Not everyone's been successful, but everyone's been fun and entertaining. We're trying to create history for British boxing and I think we're doing that. And also, I appreciate all the press, media. The fans aren't here, but I thank them through you guys. I'm sure you guys will let them know that we're appreciating their support. Und dann, nachdem er was zu seinem Kampf gesagt hatte, ging Joshua auf die Frage ein, die alle unter den Nägeln brannte, ob er nun weiter boxen oder aufhören würde. Er wäre ehrlicherweise gesagt nicht der erste Boxer, den eine solch heftige K.O.-Niederlage zum Umdenken bringen würde. And probably you're asking, do I still want to continue fighting? Of course I want to continue fighting. That's what I said is, we took a shot at success and we came up short. And what does that mean now? We're gonna run away. We're gonna live to fight another day. And that's what I am, I'm a warrior. Das waren ja am Ende dann doch sehr entschlossene Worte von Anthony Joshua, der die Niederlage nicht als karrierebeendend einordnet, sondern als eine weitere Niederlage im Boxsport bewertet. Er würde denken, dass er nur wegrennen würde, wenn er nun mit dem Boxsport einfach aufhören sollte. In diesem Zusammenhang passen auch die Worte von Lennox Lewis, der direkt nach dem Kampf sagte, dass auch wenn diese Niederlage deutlich war, kein Boxer auf Spitzenniveau mit einer Niederlage abtreten möchte und schon gar nicht mit einer K.O.-Niederlage, wie sie Anthony Joshua hatte einstecken müssen. Joshua beendete dann sein Statement, indem er seinen Gegner Anerkennung aussprach und sich bei seinem Team bedankte. And also, before I finish, we have to give credit to our opponent as well, Daniel. Even though when I sign up to fight opponents, I don't really like him in my head anymore. But now it's done. I take my hat off to him and say well done, Tim and his team. And also thank you to my team as well for the way they prepared me. There was a few mistakes in there, but that's the name of the game. Fine margins can cost you at a top level. So thank you. That all good? That all good? Yeah. 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 Thank you guys again. Much appreciated. God bless. I knew he'd want to stay. I told you. Thanks, AJ. Am Ende war es dann doch eine sehr seltsame Situation, weil deutlich zu sehen war, dass Anthony Joshua den Raum gar nicht verlassen wollte. Unterm Strich muss man aber auch Joshua mal lobend erwähnen, dass er dieses Statement nach dieser erlittenen heftigen K.O.-Niederlage, in der Joshua insgesamt viermal am Boden war und viele schwere Hände hatte nehmen müssen, in der Art formuliert hat. Im Nachgang stellte Eddie Hearn dann klar, dass Joshua noch Vertrag mit Riyadh Season für einen weiteren Kampf hat und dass durchaus das Rematch gegen Daniel Dubois eine Möglichkeit sein kann. Hier ist aber auch entscheidend, was der saudische Veranstalter Turki Al-Sheikh möchte und wie die Optionen für einen nächsten Joshua-Kampf dann aussehen werden. Denn auch ein Kampf gegen Tyson Fury wurde thematisiert, der vor allem dann denkbar wird, wenn Tyson Fury erneut gegen Alexander Usyk verlieren sollte.
Daniel Dubois auf der anderen Seite war auch bei seinem größten Sieg seiner Karriere gewohnt wortkarg gegenüber den Medien unterwegs und ordnete seinen Sieg wie folgt ein. Dubois betont hier die Rolle seines Vaters, der gerade nach seiner Niederlage gegen Alexander Usyk aktiver wurde und Danny Dubois nicht nur mental wieder aufbaute, denn im Kampf gegen Jarrell Miller kam er im Laufe des Kampfes in der Ecke von Dubois dazu und im Kampf gegen Hürgovic war er von Anfang an dabei. Auch wenn er jetzt im Kampf gegen Joshua nicht in der Ringecke von Dubois zu finden sein sollte. Also, Danny Dubois ist der Weltmeister der IBF und er steht nun neben Alexander Usyk als aktueller Weltmeister im Schwergewicht da. Und natürlich fordert Dubois als nächstes das Rematch gegen den Ukrainer Usyk, um seine Niederlage wieder gut zu machen und den aktuellen Klassenprimus erneut herauszufordern. I want to get my rematch and, you know, put the wrong right and, you know, God bless and just come through it. Mal schauen, was bei ihm noch alles passieren wird, weil sein Manager Frank Warren auch bereits in den Raum warf, dass es gut sein kann, dass Danny Dubois dieses Jahr nochmal in den Ring steigen wird, weil Dubois einfach aktiv bleiben möchte. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich dann hier auch eine Chance für einen Joseph Parker oder für einen Agit Kabayel, einen Titelkampf gegen Danny Dubois zu bekommen. Wenn man sich an dem Ranking der IBF orientiert, wäre nun Agit Kabayel tatsächlich der bestplatzierte Herausforderer, da im aktuellen Ranking Platz 1 und 2 nicht vergeben sind, Platz 3 Joshua innehatte und auf Platz 4 Agit Kabayel steht. Also, es war mal wieder ein Kampf im aktuellen Schwergewicht, der so einiges durcheinander bringen sollte. Auf Seiten von Anthony Joshua muss man sich nun erneut aufbauen und wieder an einen Titelkampf heranarbeiten. Und auf Seiten von Danny Dubois kann man mal abwarten, welche Optionen sich noch ergeben werden und gegen wen er als nächstes im Ring stehen wird. Eine Titelverteidigung nach der IBF ist aber deutlich wahrscheinlicher als eine Titelvereinigung gegen Alexander Usyk. Ein Rematch gegen Joshua ist aber auch nach wie vor denkbar. Even when he didn't have his legs, he was trying to land the right hand and he was trying to find a way back in the fight. And remarkably, as bad as he performed tonight, or as many of the mistakes that he made, he still could have won the fight. You know, fourth round he hurt Dubois, fifth round Dubois' legs buckled, and at that point I think this is going to be one of the greatest comebacks I've ever seen. But walked on to a crushing right hand and unfortunately there was no getting up from the last one.